Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit der Katomi 700 Watt Nebelmaschine. Es kommt nicht nur Nebel raus, Leute, da kommt auch RGB-Effekt dazu. Das heißt, wir haben Nebel, der hier sozusagen ausgestoßen wird. Und durch die LED-Freunde drumherum gibt es auch noch eine schöne, nice Beleuchtung des Nebels durch die RGB-Effekte. 13 Farben kommen aus 8 LEDs, die uns dann den Nebel noch partyhafter dort in den Fokus rücken. Hier ist eine Mini-Fog-Rauchmaschine mit 2 kabelgebundenen Möglichkeiten und Fernbedienungen für DJs, für Disse, für Diskotheken, für die Party, für Halloween, für Hochzeit und natürlich fürs gute alte Weihnachten. Es gibt es in S, M und L, unterschiedliche Größen der Maschine natürlich. Hier liegt uns jetzt das S-Modell vor. Es ermöglicht uns, mit 2 Fernbedienungen zu arbeiten, um dort eine noch weitere Möglichkeit der Fernsteuerung zu bekommen. Dieses Partylicht und die Nebelmaschine können dort innerhalb von, in einem Umkreis von 10 Metern, nämlich mit den Fernbedienungen, ferngesteuert werden. Das heißt, wenn ihr jetzt selber auf dem Dance Court seid, könnt ihr dort auch jederzeit eingreifen und die Intensität, die Farbgebung etc. verändern. Wir können das Ding aber natürlich auch auf Automatikmodus stellen oder sogar hinten an der Maschine selber kontrollieren. Dann, wir haben Doppelschalterschutzfunktion. Das heißt also, Licht- und Rauchfunktion sind getrennt mit einem Schalter. Okay, wenn wir nur jeweils eine oder beide benötigen, schalten wir diese ein oder aus. Das kann die Haltbarkeit natürlich dieser Rauchmaschine nach oben schnell lassen und es ist dadurch auch noch individueller anpassbar. Es gibt verschiedene Lichteffekte, rot, blau, grün oder natürlich aus diesem RGB, rot, blau, grün Effekten können wir viele weitere Farben mischen, wie Cyan, Fuchsin, Gelb, Weiß und und so weiter. Verschiedene Geschwindigkeiten sind auch noch mit am Start, die wir dort im Beleuchtungsspektrum nämlich nutzen können, um dort auch schöne Effekte zu erzielen. 0,3 Liter Fog Liquid passt rein und das reicht für eine Stunde. In 40 bis 60 Quadratmeter großen Räumen könnt ihr sie ohne Probleme benutzen und dann habt ihr eine fette Rauch- oder Fog-Area. Das neuartige Design kann Bühnenaufführungen, Hochzeitspartys oder Partys generell, Silvesterpartys, Christmaspartys, schöne Weihnachtsdekorationen, Sommerdekorationen, Zimmerdekorationen, Karaoke-Partys, Bars, Konzerte im Live-Gigs, Gaming-Präsentation oder einfach im Gaming-Stuhl oder Gaming-Tisch eingesetzt werden und sorgen so für besondere Fog- und Lichteffekte. Wir entfesseln die Mystik. Wir schaffen eine faszinierende Atmosphäre mit dieser Katomi-Nebelmaschine hier. Wir haben zum Beispiel einen automatischen Rauchsprühmodus. Das heißt, wir schalten den Automatikmodus ein. 2 bis 3 Minuten wird vorgeheizt, dann bläst das Ding los und ballert die LEDs. Wir haben aber auch einen manuellen Modus. Dann switchen wir auf den manuellen Modus um, warten 2 bis 3 Minuten der Vorheizung und nutzen dann die Fernbedienungen. Die Nebelmaschine hat eine Rauchleistung, die einer 700 Watt Rauchmaschine entspricht. Das heißt also, hier liegt uns eine LED plus 700 Watt Rauchmaschine vor. Das Gerät wird gestartet und muss nur 2 bis 3 Minuten vorheizen. Sobald die Leuchte dann aufleuchtet, kann die Fernbedienung gedrückt werden. Um etwa 20 Sekunden später wird die Sprühparty losgehen.
Beim zweiten Mal dauert das Vorheizen 40 Sekunden. Danach kann erneut für 20 Sekunden gesprüht werden. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis das Nebelfluid selber aufgebraucht sein sollte. Verpackungstechnisch sind wir hier partymäßig am Start, wie ihr seht. Party-People sind abgebildet. Es ist ein bisschen fragile. Es sollte natürlich trocken gelagert werden. Hier sehen wir eine Abbildung der Nebelmaschine, wie sie ihr Nebel verballert. Hier sehen wir ein paar Konzertaufnahmen. Ich denke aber mal nicht, dass da diese Nebelmaschine im Einsatz war, weil das sieht mir ein bisschen größer aus da. Ne, also, wie groß war das? Ich glaube 20 Quadratmeter. Das ist ein adäquat großer Raum. Ne, also wirklich so ein Partyraum ist damit abgedeckt. Gut, womit beginnen wir? Fernbedienung. Das ist so eine typische Fernbedienung, ein RF Wireless. Das heißt also, wir haben hier eine Fernbedienung, die scheinbar über ein Ad-Hoc-Netzwerk funktioniert. Das ist ein bisschen irreführend, aber weil ich sehe, hier ist nämlich der Sender und Empfänger. Das heißt also, hier ist ein Sender drin. Der Sender funktioniert mit Infrarot. Es kann natürlich sein, dass hier noch ein Wi-Fi-Modul drin ist. Um das zu aktivieren, ziehen wir einfach hier die Lasche raus. Dadurch wird nämlich die inbegriffene Push-Knopfbatterie hinten, die CR2025 3-Volt-Zelle, aktiviert. Dann haben wir hier noch eine zweite Bedienungsanleitung. Diese funktioniert wirklich über Funk, wie ihr seht. Die hat nämlich so einen schönen, ausziehbaren, klassischen Funkfreund. Das ist ein Wireless-Controller, der uns hier die Entsperrung und Sperrung des Gerätes mit sich bringt. Okay, das heißt also, hier können wir sie entfesseln und wieder zusammenballern. Die LEDs laufen dann hier drüber. Das sind zwei unterschiedliche Systeme, die getrennt voneinander sind. Das hier für den Nebel, das da für das Lichtele. So, was haben wir noch? Hier kommt jetzt die krasse Hauptsteuereinheit dazu, die uns nämlich hier dann auch sagt, wie weit es ist. Okay, die wird angeschlossen an das Gerät, wird eine Verlängerung gebackt, mitgenommen. Das heißt, wir können das von einem anderen Ort dann auch setzen. Es dauert circa 2 bis 3 Minuten zum Aufheizen und dann wird der rote Freund hier anfangen, automatisch dann zu leuchten. Und wir können hier dann die Maschine in Betrieb nehmen oder auch nicht. Coole Sache mit Taster, ne? So könnt ihr dann absprühen oder auch nicht. Sprich, rumnebeln oder es auch deaktivieren. So, dann haben wir hier noch einen Bügel zum Tragen des Gerätes. Ist ja auch mobil am Start. Und jetzt haben wir hier natürlich eine Stromversorgung. Die Stromversorgung läuft über ein ganz normales Tower-PC-Kabel. Also wir haben Phase, Rückläufer und Erde mit Schuko-Stecker. Und jetzt kommen wir zum Hauptakteur. Das ist die Nebelmaschine höchstpersönlich. Vorher habe ich aber hier noch ein paar Kleinteile drin. Es ist einmal hier jetzt die Befestigung, um diese Schräubchen, diese Muddis, Flügelschrauben, können dann hier mit der Maschine verbunden werden, um dort den Griff anzusetzen. So, hier steht Remote Control Panel, da ist eine Info. Und hier stehen noch ein paar manuell Sachen drin, um euch dann vorsichtig auch dran zu lassen. In Farbe. So, hier ist die Party Machine. Gute alle LED 700 Watt Party Machine, die ist hier am Start. Hier oben ist das Liquid drin, da soll das rein. Das Liquid kommt hier rein. Hier ist eine Saugfreundin noch mit einem Filter versehen. Da wird das Liquid angesaugt. Ihr könnt auch destilliertes Wasser benutzen, dann wird es einfach nur Wasser rauspusten. Das ist aber nicht so eine hohe Standzeit wie richtig. Es gibt extra Mixturen dafür, die ihr nutzen könnt. Einfach hier reinfüllen. Und dann haben wir hier hinten Control Unit, Power, LED. Ne? Beide können auf aus sein, beide oder einer kann an sein. Hier ist der Controller, das ist der, kommt hier rein. Hier kommt das Strom rein und hier kommt der Spray Switch. Okay, also wir müssen anmachen, die LEDs anmachen, die Power anmachen und dann können wir hier den Spray Switch anmachen. Das ist der Automatikmodus oder ihn nicht anmachen, das ist nicht Automatik. Hier sehen wir Füllstand des Wassers bzw. des Liquids und vorne haben wir dann natürlich die
Einheit, die dann hier die Party Power macht. Hier spritzt es raus und hier gibt es LED-Feuerwerk. Und so können wir unsere Party unvergesslich machen für alle Beteiligten mit der Katomi 700 Watt Nebelmaschine hier mit RGB-Effekten. 13 Farben, 8 LED-Freunde und Fernbedienung für LED, Fernbedienung für den und noch eine kabelgebundene Fernbedienung für den Nebel. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so.